Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben da draußen. Da bin ich wieder und nein, diesmal geht es mal ausnahmsweise nicht um einen Film, den ich mir angeschaut habe, sondern ja, ich bin auch, wie gesagt, leidenschaftlicher Lego-Fan. Gerade Star Wars und diese Hidden Side-Reihe haben es mir angetan. Und zuerst darum habe ich ja schon so einiges zu Hause stehen. Ob es jetzt nur der T-Fighter ist, der Millennium Falke, der X-Wing und andere Kleinigkeiten. Und ja, jetzt bin ich vor einigen Tagen auf Amazon über ein Set gestolpert. Das musste ich unbedingt haben. Und das möchte ich heute ein bisschen präsentieren. Ein Unboxing dazu machen, also auch auspacken und dann zusammenbauen. Und ja. Ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Es geht um diesen tollen Herrn hier. Ja, Jedi Meister Yoda, der hat es mir dann doch so sehr angetan, dass ich gar nicht lange gefackelt habe und zugegriffen habe. Und ich muss sagen, wir kennen ja die Preispolitik von Lego. Ist ja allzeit bekannt, dass man manchmal wirklich dreimal überlegen ist, ob man sich ein gewisses Set anschafft, weil das steht in keiner Relation. Und hier muss ich sagen, liegt der Preis so zwischen 80 und 100 Euro und das, was man dafür bekommt, da kann man wirklich nicht meckern. Also über 1700 Teile, ich glaube 1771 Teile, eine Figur, die um die 41 Zentimeter groß ist. Also Spielspaß ist da definitiv garantiert. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ich bin jetzt mal ruhig und wir gehen die ganze Sache mal an. Viel Spaß! So, da haben wir das gute Stück. Nochmal in voller Größe. Ich zeige euch auch nochmal die anderen Seiten. Ja. Bisschen was zur Figur selber, was denn da so alles möglich ist. Wie gesagt, da sieht man nochmal die Größe, 41 cm. Es gibt natürlich auch den Miniatur Yoda, wie soll es auch anders sein? Und irgendwie gehört er meiner Meinung nach auch mit rein. Die Figur selber hat einen leicht schwenkbaren Kopf. Die Augenbrauen, beziehungsweise Augen lassen sich, glaube ich, dann ein bisschen drehen. Und das Laserschwert leuchtet leider nicht. Vielleicht gibt es ja Möglichkeiten, da ein bisschen das zu optimieren. Bin ich mal am Überlegen, vielleicht mit einem LED-Kabel oder ähnlichem. Muss ich mal schauen, ob ich das vielleicht hinbekomme. Ja, ansonsten stattliche Größe für so ein Set. Aber bei über 1700 Teilen kann man das auch erwarten. Gut, dann gehen wir die Sache mal an. So. Einmal. Zweimal. So, was haben wir denn da Schönes? Ich glaube ja, 13 Typen müssten das sein, die einen da erwarten. Also ich sag mal so, das ein oder andere Set, was ich schon aufgebaut habe, den Heavy Assault zum Beispiel, der, ich weiß gar nicht, wie viele Teile der hatte, ich glaube auch um die 1500, 1600, da habe ich mir sage und schreibe 3 Tage Zeit gelassen, habe ich mir mal über Weihnachten gegönnt. Und ja, klar kann man ein solches Set auch wesentlich schneller aufbauen, aber warum? Warum sollte man das tun? Bei Lego ist es halt einfach so, man lässt sich doch gerne etwas mehr Zeit, um das Ganze in vollem Ausmaß zu genießen. Und ja. Das kann sich doch mal sehen lassen, was einen da erwartet. Ja, das ist übrigens auch mein allererstes Unboxing bzw. Aufbauvideo zu einem solchen Set. Wenn es euch gefällt, wie gesagt, es ist nicht perfekt, aber für das erste Video durchaus angemessen, würde ich jetzt mal behaupten. Ja, wie wir sehen, es sind 13 Tüten. So. Und mittendrin das tolle Handbuch.
Wow, ah, doch, ein Aufkleber. Ja, Wahnsinn. Jetzt schauen wir hier doch nochmal rein, was uns seitentechnisch erwartet. Ordentliches Buch auf jeden Fall. Wie soll es auch anders sein? So, schauen wir mal kurz rein. Jawohl. Ja, da habe ich ein bisschen was vor mir. Auf jeden Fall sehr schön. 222 Seiten. Und bis das jetzt fertig ist, kommen wir auf 218. Gut, also, dann hätten wir diesen Teil erledigt. Und ich mache mich jetzt mal ans Eingemachte und lege los. Viel Spaß!